Das Wiener Architektenbüro Superblock ZT belegte den ersten Platz bei dem Wettbewerb. Die SWM werden nun mit diesem und den anderen beiden Preisträgern Verhandlungen führen, um dann einen der Preisträger mit dem Planungsauftrag betrauen. Insgesamt werden die SWM in der Nähe ihrer Zentrale in Moosach bis zu 600 Wohnungen errichten. 250 davon sind als Werkswohnungen für ihre Mitarbeiter vorgesehen. Wir haben versucht, einerseits das Erdgeschoss sehr zu beleben, dass man sagt, zur Straße hin soll es Einrichtungen geben, auch für das Haus, die gemeinschaftlicher Natur sind, also die ein bisschen was für das Haus bzw. für den Stadtraum machen. Und dann ist es darum gegangen, auch über die Thematik des Schallschutzes eine Struktur zu finden, die sich auch ein wenig wegwendet von der Straße, trotzdem nicht abweisend wirkt und eine Gliederung erfährt. Also es ist mehr oder weniger sind die Wohnungen nachvollziehbar über die Gliederungen der Fassade. Für uns ist wichtig, weil Sie das Stichwort Werkswohnungsbau erwähnt haben, dass wir dort einfach eine Nutzungsvielfalt anbieten können. Also wir haben da ganz unterschiedliche Ansprüche. Wir haben Familien, wir haben Singles, wir haben aber auch die klassische Nachfrage nach der Dreizimmerwohnung. Und das ist alles sehr gut in dem Gebäude abbildbar. Das fanden wir eigentlich auch eine sehr schöne Komposition dabei. Fast 80 Millionen Euro investieren die SWM im Rahmen ihrer Ausbauoffensive Werkswohnungen, um bis 2021 insgesamt 500 Werkswohnungen auf ehemaligen Betriebsarealen zu bauen. Die 14 Entwürfe für das zukünftige Wohnquartier an der Hanauer Straße können noch bis 20. November montags bis freitags während der üblichen Geschäftszeiten angeschaut werden.